Okay, dann verbuddeln wir mal die Reste. Das hast du nicht. Nein, hab ich nicht. Hallo? Dann so vielleicht. Schlief. Ich kannte ihn kaum. Aber er war immer ein guter Freund. Nee. Genau. Okay. Ein Sandkasten. Voll mit Sand. Wer hätte das gedacht? Und das Jackhorn in den Mülleimer vielleicht? Das funktioniert so nicht. Gute Idee, aber ich brauche noch etwas. Oh Gott. Sie steht schon wieder verkehrt, aber diesmal stelle ich sie nicht wieder richtig. Irks. Ja, kennen wir. Diese Schaukel. Kennen wir. Irgendwer hat die Kugel auf Atlas Schultern gehievt. Das ist neu. Noch eine Laterne. Das ist nicht neu. Das Elsternest. Da müssen unermessliche Schätze drin versteckt sein. Aber wie kriege ich es vom Baum runter? Kann ich dich mit noch was Glänzendem anlocken? Das hast du nicht. Kann ich dich mit noch was Glänzendem anlocken? Hallo? Ja. Jetzt habe ich ein Vogelnest. Gute Idee. Was soll ich mit dem Vogelnest machen? Das Einhornnest. Für ein Zweihorn-Jack-Kopf-Substitut fehlt noch ein zweites Horn. Ach du Kacke. Das hast du nicht. Ich muss hier. Oh Gottes Willen. Zweihornnest. Jetzt fehlt noch eine Jackschnauze. Gute Idee. Leider habe ich eine Weißblechallergie. Echt jetzt? Eine Wei... Kann ich das rumwickeln? Hallo? Nein. Weiß... Blech... Was? Hoffentlich konnte sich Atlas wen... Okay. Damit vielleicht? Das ergibt keinen Sinn, aber versuchen können wir es ja. Das funkt... Das hast... Zweihornnest. Jetzt fehlt noch eine Jackschnauze. Gute Idee. Hallo? Das... Natürlich habe ich keine Weißblechallergie. Ich simuliere nur. Aber du, lieber Spieler, musst dir trotzdem was Neues ausdenken. Gute Idee. Leider... Okay. Schade. Hallo? Das Grabräuberei? Störung der Jagdteileruhe? Nein, das ist mir zu dumm. vielleicht hierin rumbuddeln? Das hast du nicht gerade. Die Kinderschaukel ist da dann. Was ist das, ein Tiger? Selbst modernen Bildschirmgeräten mit Gyroskop. Was? Kann Broten schlecht werden? Irks. Selbst modernen Bildschirmgeräten mit Gyroskop. Modernen Bildschirmgeräten mit Gyroskop? Der hat mich gerade ziemlich verwirrt mit der Aussage. Egal. Hallo? Es fehlt die Schnauze. Zweihornnest. Jetzt fehlt noch eine Jackschnauze. Moment. Das Ach, vielleicht zwei Löcher reinstechen, dass es dann klappt. Tut's aber nicht. Er sagt speziell bei... Oh. Da ist er ja wieder. Irgendwann kommen sie alle zurück. Aber mit dem kann ich auch nichts benutzen. Das hast du nicht. Nee.
kann ihn auch nicht nehmen oder so. Ich kann dir gar nichts nehmen. Nee, Wippe, Schaukel, Statue, Globus. Lampe. Hallo? Das hast. Hallo? Das hast. Hallo? Ach, die Rutsche kann ich gar nicht anwählen. Das funktioniert. Das hast du. Vielleicht so? Hallo? Durch die Schallwellen? Das funktioniert. Hätte ja sein können. Jackschnauze, was tut's als Das hast du nicht ge. Jackschnauze? Grab? Nein, das ist mir zu dumm. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Hallo? Das. Wieso habe ich den Sirup habe ich noch nicht einmal gebraucht. Das hast. Zwei Horn. Jetzt fehlt noch eine Ja. Aber hier sagt er ja. Natürlich habe ich keine Weißblechallergie. Ich simuliere nur. Aber du, lieber Spieler, musst dir trotzdem was Neues ausdenken. Was Neues. Ich kann erst mich nicht Gute aus. Idee, aber ich brauche noch etwas. Die Traveler Card Silber habe ich auch noch nie gebraucht. Hallo? Das funkt. Das hast. Hallo? Hallo? Okay. Ich schneide wahrscheinlich jetzt gleich zwischen raus, was ich hier gerade suche. Wenn es nicht 100 Jahre dauert. Außer mir fällt es gleich auf, dann cutte ich nicht raus. Vielleicht kann ich für meine Verkleidung als Jackkopf gebrauchen. Flatter, flatter. Es waren sogar zwei Lupen auf dem Mülleimer, aber ich dachte, das wäre ein Anzeigefehler. Oh, Musik? Hallo? Flatter, flatter. Das war random. Egal. Ah, okay. Oh, jetzt lässt er mich durch. Na toll. Bronzetopf. Ein Eimer mit bronzener Farbe. Der elende Pantomime hat sich damit angepinselt. Wahrscheinlich sein morgendliches Ritual, anstatt zu duschen. Kann ich die Dose da reinhalten? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Mülleimer. Ach so, ja, das wollte ich ja testen. Ob das geht. Eine Wunschmünze in einen Wunschbrunnen zu werfen, ist, als würde man sagen, ein weißer Schimmel. Wer weiß noch, wie diese rhetorische Figur heißt? Egal. Ich dachte immer, ich mag Wiederholungen in meinem Leben, weil sie mein Leben ein ganz klein wenig langweilig machen. Nein, ist wohl nicht so. Die Kackelster! Das hast du nicht. Nein, ich möchte. Die ich nicht mal anwählen kann. Was für ein Glück. Es währt nur kurz. Oh, Frau Bürgermeisterin! Ja, selbstverständlich ist alles für den Empfang der langolischen Delegation. Ja, ich verstehe. Jack-Joghurt-Handel. Ja, ich halte mich im Hintergrund. Selbstverständlich. Immer Ihr ergebenster Diener. Was stehen Sie hier herum, Herr Kastiger Koloss? Bringen Sie in Ordnung, was Sie verbockt haben. Ich halte fest, die Elster hat sich erschreckt, weil zufällig gerade einer angerufen hat. Selbstverständlich, Sie schleimiger Ergebener. Bandy! Oh nein. Ich wünsche mir eine Jacknase. Du hättest dir auch was anderes wünschen können. Weltfrieden zum Beispiel. Aber die Nase hat dir doch noch gefehlt. Mir fehlt Ruhe. Pfui.
vor dir. Man hätte sich einfach die ganzen Kopf wieder heile wünschen können. Okay, geht das jetzt? Hallo? Okay. Achso, es war komplett versteht, dann den Brusttopf tunken. Hörner schnauzen lässt. Jetzt fehlt nur noch ein Schal. Wir haben Absperrband. Ein bunter Jackkopf. Mist. Im Topf ist zu wenig Bronzefarbe drin. Moment, ist nur noch frisch gestrichen. Elender, noch nicht ganz trockener Pantomime. Hey, elender Pantomime. Ich wette, du kannst keine Brotumarmung pantomimen. Kannst du doch? Ach, muss ja sein. Das ist zu nah! Ich fühle mich beschmutzt. Aber immerhin bronzefarben. Na dann mal los, zu fröhlichen Jack-Statuen-Imitationen. Wo sind die Skatkarten? Die Mimikry ist fast briegelperfekt. Komm, Jack, komm! Ach so, in die Statue ich reinsetzen. Ich wusste es. Los, die Langolen sind gleich da. Hier ist es wirklich sehr windig. Gut, dass ich einen Schal habe und eine Nase aus Gummi. Die Weichmacher betäuben mich recht angenehm. Der Schal ist schon in der Statue dran gewesen. Teebeutel werfen. Wie beschämend. Und alles riecht nach Kamille. Ich hasse Kamille. Nochmal gut gegangen. Gut gegangen? Yippie! Nur schade, dass Berndi alles verpasst hat. Schaff, ich war hier oben. Ach, egal. Einzig diese Audiowellen eines durch den Bernoulli-Effekt in der Luft stabilisierten Fortbewegungsmittels stören ein wenig. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Autsch und Mist. Aber was ist das? Die Stunts sind lahm. Ui, ich sehe Sternchen. Schön. Irgendwie bin ich gerade so müde. Das ist die Bolivianer. What the? Ist das jetzt der Abspann? Oder passiert hier noch was? Oder war das ein Teaser für einen Teil 2? Verstehe ich, wie ich in diesen schönen leeren Raum kam. In Wirklichkeit liege ich unter der Lama-Statue und bin bewusstlos. Wie schön, wie ruhig, wie weiß. Hier bleibe ich. Berndi, du hast noch was zu erledigen. Ein für alle Mal. Ihr habt mich in ein hässliches Kostüm aus Plastik gesteckt, unter dem man ganz schrecklich schwitzt. Ihr habt mich durch die halbe Welt gejagt, mich aus Flugzeugen gestoßen, durch Fensterscheiben geworfen und in der Zeit zurückreißen lassen, wo ich immer schlimme, sehr schlimme Dinge sehen musste. Ihr habt meine Warnungen in den Wind geschlagen, mir ein Jack-Kostüm verpasst und mich unter einer Lama-Statue begraben. Jetzt reicht's. Ich werde nicht noch etwas zu tun haben. Außer diese gleichmäßigen weißen Wände anstarren. Oh nö. Das sieht gut aus, ob ich mir das mal näher ansehe.
Was das wohl sein mag? Sieht jedenfalls nach Spaß aus. Ja, genau das ist es halt. Nein, einmal ist kein Mal. Dummdi-dumm. Dann schauen wir mal. Emotionale, also Liebe und Spaß. Hä? Was ist das? Freundschaft. Andy, soll ich deinen Sturz mit meinem Körper abfedern? Manchmal ist es irgendwie auch rührend. Keiner darf loslassen! Und manchmal fühlt es sich auch an wie... Sie ist positiv. Jetzt können wir alle gemeinsam in die Badewanne. Yippie! Badewanne! Zu Hause. Ja, ich weiß. Die beiden Bekloppten sind manchmal sogar ganz nett. Trotzdem, warum mache ich das nur mit diesen beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Stimmt. Mist. Ich muss zu ihnen. Vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Er kann's halt doch nicht lassen. Moment. Eine Tür, wo die wohl hinführt? Ich will's gar nicht wissen. Raus. So. Ach, kann ich's mir nochmal überlegen? Ich wäre doch gerne wieder in diesem angenehmen weißen Raum. Und, oh, na gut, dann mal los. Wie kriege ich die Statue von mir runter? Haben wir jetzt wieder vielleicht das Grundsophon? Nee. Kampflama. Ich kann nichts benutzen, macht Sinn. Freundschaft? Das funktioniert so nicht. Das hast du... Hallo? Das funktioniert... Ponchos, wo sind denn die alle? Achso, jetzt ist das alles von den Poluvianern ein. Oh Gottes Willen! Das hast du nicht. Und ich hab mal wieder keinen Schimmer. Hallo? Das. Ist auch keine Benutzenoption da. Mir fällt gerade auf, ich habe einfach durchaufgenommen ohne An- und Abmod. Ups. Hoppala. Okay. Hat bei einem Part das jetzt gefehlt. Sorry dafür. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben nichts Neues oder so. Das hast du nicht. Hallo? Okay, ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir suchen im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao. I'm gonna go get some more.